Andreas Vogelsammer, herzlich willkommen zum DSC Drive. Wir freuen uns, den Derby-Helden vom Montag vom Spiel in Osnabrück hier zu haben und werden jetzt mal eine kleine Runde durch Bielefeld drehen. Ja, servus, freut mich. Mit Sicherheit spannend. Ich habe mir mal überlegt, so als erste Frage, du bist ja gebürtiger Bayer. Würden wir jetzt nur rein theoretisch bis nach Bayern fahren? Was wäre denn der Punkt, den wir da ansteuern müssten, wo du unbedingt hin wolltest, so dein Lieblingsort da unten? Boah. Ich komme aus Dorfen, das ist eine ganz, ganz kleine Stadt in der Nähe von München. Da könnte man hingehen, da könnte man mal richtig schön bayerisch essen gehen. Du sagst es, du fühlst dich hier aber auch sehr wohl. Ist das für dich als Spieler auch wichtig, dass du in einer Umgebung spielst, wo du dich wohlfühlst? Wenn jetzt die Stadt, die Region, die Menschen gar nicht passen würden, wäre es für dich dann auch schwieriger, deinem Beruf nachzugehen oder vielleicht erfolgreich zu sein? Ich glaube schon. Also ich bin schon ein Spieler, der sich wohlfühlen muss. Also ohne den Wohlfühlfaktor kann ich nicht zu 100% meine Leistung bringen. Und deswegen ist das für mich schon extrem wichtig. Ich meine, nach Heidenheim lief es nicht, da habe ich mich dann auch von der Stadt her und so nicht so wohl gefühlt, dann bin ich dann, gut, kann man halt dann auch nicht vergleichen, weil man nur eine Stunde, eineinhalb nach Hause fährt. Okay. Da bin ich aber auch gefühlt jeden freien Tag halt dann mal schnell nach Hause gebrettert. Das geht von der Zeit her, aber es ist ja doch in einer gewissen Weise dann auch mit Stress verbunden. Ja. Gibt es hier auch eine Art Lieblingsort schon für dich? Also ich glaube, die meiste Zeit außerhalb von meinem Zuhause quasi, ist glaube schon das Fitnessstudio oder halt dann, in der Stadt, dann sitzt man halt mal irgendwo beim Kaffee trinken oder beim Essen oder so. Mhm. Aber ich glaube, so das Fitnessstudio, da ist es schon auch so, dass ich mich in einer gewissen Weise entspannen kann, vor allem wenn ich halt dann nur irgendwelche Dehnübungen oder sowas mache, wo ich dann einfach mit Kopfhörern drin einfach runterkomme und so. Aber zu Hause ist halt dann doch zu Hause. Bei uns in Bayern sagt man, daheim ist daheim. Ja. Ja, dann bin ich damals nach Karlsruhe gegangen. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Wohlfühlfaktor. Da habe ich mich gar nicht wohl gefühlt. Da bin ich da mehr oder weniger einfach ohne Training auch extrem auseinandergegangen. Also das Problem hättest du, wenn du nicht trainierst, neigst du dann dazu, schon schnell zuzunehmen. Genau. Falsch zuzunehmen sozusagen. Genau. Ja. Und das war halt dann so nach einem halben Jahr, da wo ich mir gedacht habe, so, Fogi, so kann es einfach nicht weitergehen. Ich meine, du spielst jetzt U19 Bundesliga, du willst Profi werden, so, aber so wird das auf gar keinen Fall was. Und, und dann habe ich halt nach einem halben Jahr, wo ich extrem zugenommen habe, habe ich halt dann angefangen mit mich mit Ernährung mehr zu beschäftigen. Ja, und dann stand halt meine Mama auf der Matte und ja. Lieber Andreas. Du musst jetzt und so geht das nicht weiter und ja, und dann guckst du halt mal, was machst du jetzt und was wolltest machen, dann habe ich den großen Außenhandelskaufmann erlernt. Also was ganz Bodenständiges. Was ganz Bodenständiges ist, ja. Ich weiß auch, wie es ist, von zwischen 37 und 17 Uhr oder 18 Uhr, was ich damals immer gearbeitet habe, am PC zu sitzen und zu arbeiten. Geholfen. Und da muss ich natürlich schon auch meiner Mutter extrem dankbar sein, dass sie da ordentlich auf den Putz gehauen hat. Ja. Was sagt die denn heute? Ja, ich glaube, dass sie heute schon extrem stolz ist, dass er es im Fußball dann in einer gewissen Weise auch so weit gebracht hat bisher. Mhm. Sagt die auch Vogi zu dir? Nee, ne? Nee. Sagt schon Andreas. Ja. Ja, Andreas ist mir aber so immer, da wusste ich, da habe ich mal was angestellt früher. Ja, deswegen, wenn der ganze Name kommt, ne? Genau, das ist immer ein bisschen gefährlich. Du bist ja
im Oktober 2000, Januar 2016 zur Arminia gewechselt. Und auch da in der Nachbetrachtung, es hat 10 Monate gedauert, bis du dein erstes Tor gemacht hast. Es gab manchmal vereinzelt Pfiffe auch vor allem. Zum Zweifeln habe ich in einer gewissen Weise schon auch angefangen, so bist du gut genug für die zweite Liga und so weiter und so fort. Habe mir schon auch meine Gedanken gemacht und ja, und dann, ich habe halt vieles probiert und dann bin ich aber auch schon auf die Schiene gekommen, so, dass ich mich mental einfach verändern muss. Mhm. Dass ich vieles gar nicht an mich so ranlasse und man muss auch in einer gewissen Weise dann von sich überzeugt sein. Und das habe ich aber damals überhaupt nicht gehabt. Ich war halt viel zu sehr an mir selber gezweifelt. Auch in dieser Zeit bei mir ja schon. Also das auch, vor allem die Anfangszeit. Ja. Und das ist ja schon der erste Fehler, den du da machen kannst. Mhm. Wenn du selber an dir zweifelst, dann kannst du keine Leistung bringen. Da habe ich halt dann versucht, gegenzuarbeiten. Habe jemanden gefunden, mit dem ich da zusammenarbeite und das hat mir auch extrem geholfen. Was die mentale Sache angeht. Also das hat uns Cedric Bonnet auch schon erzählt, dass Kopfsache ist im Fußball immer wichtig. Du arbeitest also auch mit einem Sportpsychologen zusammen oder in der Richtung? Genau, auf jeden Fall. Oder ich brauche das auch, weil oder mittlerweile ist es halt so, dass ich vom Kopf her, vom Mentalen, von diesem Selbstzweifel komplett weggekommen bin. Diese Verbindung mit Fabi, das ist ja in der zweiten Liga vielleicht mit das Beste, was auf dem Platz steht, ihr beiden. Ist das wichtig? Muss man da befreundet sein? Ja, also in einer gewissen Weise beides. Man kann mit einem richtig dicke sein, mit sich, mit dem auf dem Platz auch richtig gut verstehen. Mhm. Man muss jetzt aber auch nicht jeden Tag miteinander was machen. Fabi und ich, wir sind jetzt nicht... Wir treffen uns jetzt nicht privat und gehen essen zusammen oder so. Meine Wertschätzung vor ihm ist, ja, ich kann sie nur Woche für Woche wiederholen. Wahrscheinlich ist Fabi so einer der besten Zweitligastürmer, die es jemals wahrscheinlich gegeben hat. Mhm. Weil er halt in der Box vor allem, sein Torabschluss, der ist halt unfassbar. Mhm. Und das zeigt er ja im Moment auch Woche für Woche gnadenlos einfach. Und du hast es ja auch in den 3,5 Jahren erlebt. Er war ja auch mal auf einem anderen Fitnesslevel, glaube ich. Auch da hat er ja viel getan. Also er ist ja viel dynamischer geworden, hat man das Gefühl. Das war ja, also als ich hierher gekommen bin und klar, er sagt ja über mich auch, dass ich am Anfang meiner Zeit richtig kacke war. wo er in einer gewissen Weise mit Sicherheit auch recht hatte. Ihr seid ehrlich miteinander. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber so dieses, was halt sein Fitnesslevel anging, so habe ich mir auch gedacht, so, das kann eigentlich gar nicht, wie soll das funktionieren so? Und dann als, ich glaube in dem ersten Sommer von unter Serbene war das, als er dann zurückkam, da habe ich gedacht, so, das ist er ja gar nicht, das gibt's ja gar nicht. Mhm. Auf einmal läuft er im Spiel und zwischen 11 und 13 Kilometer und so und das, da habe ich gedacht, so, das gibt's ja gar nicht. Mhm. Das ist er gar nicht. Ja. Mal ein ganz anderes Thema. Ich habe gestern noch so ein bisschen geguckt, als ich recherchiert habe, was kann man denn den Vogi eigentlich alles so fragen, habe ich noch ein Foto gesehen aus dieser Saison, Heimspiel, da stehst du neben Marcel Hartl am Anstoßpunkt und man kann es nicht besser sehen. Man kann eine Hose so tragen im Fußball oder so. Marcells Hose geht bis über die Stutzen und deine, ja, man sieht den Löwen noch auf dem Oberschenkel. Erklär doch bitte noch einmal, ich weiß, du hast es schon mal irgendwo getan, aber wie kriegt man das hin, dass die Hose so sitzt? Einfach in der Radlerhose einzwicken. Ach, da drunter. Genau, aber okay. Es ist auch nur bei unseren, bei den schwarzen Hosen, weil die einfach einen scheiß Stoff haben, das habe ich schon nur noch mal gesagt. Okay. Mir gefällt der Stoff von denen nicht, bei den gelben Trikots ist ein cooler Stoff, da ist die Hose dann auch normal. Der Stoff ist anders, obwohl... Ganz anders ist das. Das ist wie so ein, wie von unseren Ausgehanzügen, so dieser Stoff von der Hose ist das und der gefällt mir halt 0,0. Jetzt rollen wir langsam wieder bei dir zu Hause vor. Mega cool. Hat mich auf jeden Fall gefreut und hat Spaß gemacht. Ja, ist es.